Eugen Alanov, heute dein drittes Spiel im DEG-Dress. Wie war das Spiel für dich? Also bei mir war ganz, ganz gut eigentlich. Das ist viel gespielt, also mit guten Partnern, guter Reihe. Und das war's, was kann ich sagen. Das ist ein gutes Spiel, 3 Punkte holen. Das, was wir brauchen im Heimsieg. Du hast auch einen Punkt gemacht. Wie hast du dein Tor gesehen oder deine Beihilfe? Einfach Chip de Pack zum Brenny. Das war also die Situation 2-1. Ich war einfach zum Tor gehen, hat selber schießen. Das war super. Also Scheibe war drin, das was wir machen. Du hast ja zuletzt in Bad Nauheim gespielt. Ja. Wie ist es dann für dich, wenn du jetzt doch relativ plötzlich auf einmal hier bei den Profis, bei der DEG spielst? Ja, natürlich, das ist ein bisschen schwerer. Also das DL2, das ist ein ganz anderes Level. Aber ja, wann machst du jeden Tag die 100% arbeiten, immer Gas geben, das geht nicht, das geht ein bisschen schneller, also das für DL. Und ja, ich denke, ein bisschen trainieren mehr mit DEG und danach noch besser. Heute war es gut, safe, volles Haus hier in der Halle. Wie habt ihr das mitbekommen? Also bei mir, ja, meine Familie also war heute da. Die ganze Familie, Mutter, Vater und die Oma. Aber da war so schön, schöne Zeit. Auf jeden Fall. Und wie war es, dass die Halle so voll war? Was habt ihr von der Stimmung mitbekommen? Das war brutal. Richtige geile Stimmung haben wir. Und ja, heute gewonnen, die Fans auch. Kann ein bisschen lachen, bin Spaß haben. Und das war's. Jetzt hat in Nürnberg der Tyler Beskorovani gespielt, ganz neu im Tor, der in der vergangenen Saison hier in Düsseldorf gespielt hat. Wie war da die Stimmung? War das Gesprächsthema in der Kabine? Natürlich, ja. Tyler Beskorovani hat letztes Jahr eine große Rolle für die DEG gespielt. Ja, natürlich, das war ein bisschen, also, das ist die Freund für uns alle. Und ja, aber da, auf dem Eis, das ist egal. Der ist Gegner, müssen gegen den Tor schießen. Und das ist, was wir brauchen. Auf dem Eis, ja, das ist ganz klar, das ist unser Freund. Immer. Ja, das war's. Gut, dann wünschen wir dir weiter viel Glück und vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön.